Ja, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Und er lebt noch. Ja, Glück auf, Bonsai-Kumpels. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Bonsai-Vlog. Was vloggen wir diesmal? Die Lerche, der Star aus dem letzten Jahr sozusagen. Zwei Videos. Einmal damals das Drahten und das Draht entfernen. Ja, nee, es war nur das Drahten, glaube ich. Und dann noch ein zweites Video über die ganze Saison. Ja, und am Ende diesen Videos hatte ich dann behauptet oder gesagt, dass ich Angst um diesen Baum habe, weil die äußeren Nadeln A nicht abfallen und die sahen auch am Anfang sofort auf einmal so schwarz aus, während die inneren so ganz normal orange wurden und dann abfielen. Und ich machte mir schon Sorgen, dass der Baum eingeht. Stand jetzt würde ich definitiv sagen, er hat's überlebt. Man sieht, dass die ganzen Knospen, das ist ja so typisch bei Lerche, die fangen jetzt so an, so richtig so Weihnachtskugelmäßig so sich aufzubilden, kann ich schwer erklären, also sehr prägnant. Das fällt sofort auf, wenn man auf den Baum guckt. Und manche haben schon diese grünen Spitzen so. Ja, und normalerweise warte ich mal so ein bisschen länger, bis schon so diese grüne Kuppe da zu sehen ist in der Knospe. Aber er steht jetzt halt in dem alten Substrat noch, seit 4 oder 5 Jahren, keine Ahnung. Und steckt jetzt die Energie in alle Knospen. Das will ich ja nicht. Ich will ihm jetzt möglichst schon die Knospen nehmen, weil ich topfe ihn um. Das heißt, ich reduziere viel von den Wurzeln, kommt auch in ein wesentlich niedriges Pflanzgefäß. Und dadurch, dass ich die Wurzeln so stark reduziere, wird er nachher nicht mehr so viele Knospen versorgen können. Und deshalb möchte ich ihm jetzt früh, bevor er die auch noch alle zu stark etabliert, die Knospen schon mal nehmen, die er nicht etablieren braucht. Das ist so, die Theorie hat bisher immer ganz gut funktioniert. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwie eine neue Spitze kriege. Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen dran rumgebogen hier oben. Hatte ich so die Jahre vorher nicht geguckt, aber wir haben ja das Jahr des Drahtens. Nein, ich werde ihn jetzt umtopfen und garantiert nicht die Spitze drahten, aber das bietet sich ja eventuell an, das im Herbst zu machen, wenn er die Nadel abgeschmissen hat, dass man dann einmal über die ganze Wintersaison im Herbst schon mal anfängt zu drahten und wirklich bis ins nächste Frühjahr rein drahtet und dann mal ganz massiv diesen Seitentrieb als Spitze hochdrahtet. Ja, so viel zum Baum, obwohl ihn noch nicht ganz. Hier unten sind noch zwei tote Äste sozusagen. Und hier vorne noch so ein ganz kleiner. Die wirken ein bisschen morsch, die knacken auch schon so, wenn ich so drauf drücke. Die werde ich nachher mal mit der Drahtzange quasi wegknacksen und ein bisschen wegarbeiten. Wenn die so morsch sind, dass sie bis zum Stamm abbrechen, dann kommen sie ganz weg. Wenn man stehen bleibt, splitte ich die so ein bisschen auf, nehme meinen Holzhärter oder eventuell mein Ginmittel hier, dieser Schwefelzeug, und mache die so ein bisschen weiß sozusagen. Durch diesen Schwefel werden die ja so weiß. Also arbeite das definitiv hier unten ein bisschen nach. Werd viel rausschneiden. Hier unten hat sich ja noch ein neuer Trieb gebildet, der von meiner gedachten Vorderansicht genau dahinter ist. Aber der kann ja hier so schön im Hintergrund so ein bisschen für Grün sorgen, so leicht. Müssen wir mal gucken, wie wir ihn ausarbeiten. Ich werde ihn auf jeden Fall ausarbeiten. Ja, und ansonsten bin ich einfach mal gespannt, was mich jetzt so an Wurzeln erwartet und wie es ihm dann so die Saison gehen wird, wenn er ein neues Granulat kommt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich ganz gespannt bin, wie er in meiner neuen oh, ist der Thomas? Nee, Frank, oder? Steht drunter. Frank-Müller-Schale aussieht. Hatte ich ja damals in meinem Bonsai-Hole, dem Mega-Hole-Video, kann ich hier oben mal verlinken, schon vorgestellt, die Schale. 56, 58 Euro, ich weiß gerade nicht. Relativ teure Schale. Hatte da auch ein, zwei noch in der Hand, die so 80 Euro gekostet haben. Habe mich hier nicht für den Preis entschieden, sondern wirklich wegen der Farbe, die hat. Ich muss mal vor mein Gesicht, damit hier der Autofokus ist. Ja, nicht so richtig. Ja. Auf jeden Fall hat die hier so ganz feine Maserung, aber keine, die man haptisch spürt, sondern die sind irgendwie mit der Lasur so draufgemalt, sage ich jetzt mal. Finde ich sehr cool. Wir haben quasi sechs Abzugslöcher, schon sechs Drahtlöcher. Hier oben zwei, da zwei, da zwei. Da werde ich dann von hier nach hier ein Draht durch, von hier nach hier ein Draht durch und von hier nach hier ein Draht durch. Und die dann überall schön einzudrahten. Gucken, was sich da für Optionen bieten. Das hier war ja eine Schale. Die hatte unten auch nur ein Abzugsloch, soweit ich weiß. Ah, nee, doch nicht. Die hat auch Drahtbohrungen. Habe ich eine Drahtbohrung an der Seite benutzt. Meistens haben die runden Schalen ja nur ein Abzugsloch in der Mitte. Kann man ein Siebchen drüber machen. Dann macht man unten unter der Schale so einen Knäuel. Zum Beispiel so wie ich hier das Siebchen reingedrahtet habe. Also so einen Knäuel könnte man ja auch hier unten drunter machen und zieht dann nur einen dicken Draht in der Mitte durch. Ist immer ein bisschen blöd meistens. Deshalb finde ich das ganz cool, wenn hier so viele sind. Und Draht habe ich sowieso genug. Gucken wir mal. Ja, da das ein besonderer Baum ist, würde ich mal sagen, wir machen das zusammen mit Ton so ein bisschen. Ton, Zeitraffer, so ein Mix. Ich habe schon ein paar andere Bäume umgetopft, da wollte ich euch mitnehmen, aber man wird zwischendurch immer so still, wenn man dann
hier was freihaken, das dauert auch alles länger. In meinem Kopf habe ich den in 10 Minuten in der Schale. Aber im Wirklichkeit dauert das immer so eine halbe Stunde oder Stunde. Und da wird so ein gesunder Mix aus Zeitraffer und ein bisschen was erzählen, Zeitraffer, was erzählen. Werdet ihr sehen, wie gesagt, diese Speedrams, die dann dazwischendurch kommen, lasse ich den Originalton auch im Hintergrund. Ich hoffe, dass euch das nicht stört, dass es dann nicht immer Musik unterlegt ist. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie der aussieht, wenn er in dieser Frank-Müller-Schale steht. Also, ich hole euch ein bisschen näher ran. Bis gleich. So, wie versprochen, wollte ich euch mitnehmen. Ja, ich stand hier schon zweimal und wollte dieses Video drehen. Dann habe ich überlegt, ah nee, ah nee. Irgendwie bereitet der Baum mir so ein bisschen Sorge. Ich hätte ja überlegt, hier unten Gins rauszumachen und so. Und ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt bearbeite, weil ich überlege, dass ich, glaube ich, diese Gesamtbearbeitung, weil ich hier auch stylisch eingreifen will, ins nächste Frühjahr schiebe. Vielleicht geht dieses Video sogar so lange. Das werden wir sehen. Und zwar ist das Kernproblem, wenn ihr das mal von da seht, dieser Bereich hier vorne, aus dem quasi vier Äste herausgehen. Hier im hinteren Bereich sieht man das noch besser. Ich hoffe, ich habe das jetzt mal ein bisschen reingezoomt so für euch. Und im unteren Bereich, hier zwischen den Toten, haben wir wieder neun Lebendigen. Und irgendwo hier, hier ist ja die Klammer, ist so meine gedachte Vorderseite. Ich weiß, runde Schale kann sich immer noch ein bisschen ändern. Aber finde ich schon ganz cool, wenn man hier so viel von dem Stamm sieht. Und eigentlich müsste dieser Ast hier fallen, schon mal als erstes. Und dann müsste eigentlich auch irgendwo, ich weiß gerade gar nicht, wie ich es geguckt hatte, noch ein anderer Ast da. Ich glaube, der hier müsste auch noch fallen. Ich werde jetzt aber keine krassen Äste im Ganzen wegnehmen. Ich werde jetzt viel von der Laubmasse außen wegnehmen, also das, was jetzt potenzielle Laubmasse wird. Den unteren hier, den werde ich sogar eventuell ein bisschen drahten, dass der schon mal so in Position kommt, weil der hier soll definitiv hier unten nochmal größer werden. Der wird auch irgendwann fallen, aber erstmal hier unten ist ja immer noch cool für Verdickungen. Ja, und dann irgendwie auf eine neue Spitze hoffen. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Ich glaube auch, dass der nicht mehr so krass im Altholz austreibt, weil der schon viel zu lange in dieser Schale steht und die Wurzeln schon ziemlich am Ende sind. Deshalb hätte ich jetzt einfach gesagt, einfach mal erstmal so ein bisschen was machen. Und zwar diesen Ast, da werde ich mich wahrscheinlich im nächsten Jahr ganz von entledigen, aber da bin ich mir irgendwie noch nicht sicher. Auf jeden Fall werde ich den trotzdem schon mal ein bisschen massiver einschneiden. Weil so kann es ja nicht weitergehen. Das ist definitiv zu viel. Dann kommen wir den ganz weg. Wir müssen ja, wie gesagt, auch ein bisschen die Laubmasse jetzt reduzieren, weil wir gleich auf jeden Fall die Wurzelmasse reduzieren. So, das war schon mal was Großes. Wie komme ich da am besten hin? Ja, Lärche wächst auch ziemlich kreuz und quer, wenn man da nicht regelmäßig dran bleibt. Aber die Challenge-Lärche, da könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen. Die will gar nicht mehr aufhören zu wachsen. So, hier oben so ein bisschen. Eigentlich das. Und dann das auch. Und dieses hier. Oh, riecht sofort wieder so schön. Nadelgehölze beschneiden. Ist ja geruchstechnisch schon mal so ein Phänomen für sich. Ja, hier müsste eigentlich auch mehr raus. Schon lange nicht mehr hier richtig eingeschnitten. Ich habe das mal eine Zeit lang öfters gemacht. In letzter Zeit halt nicht so sehr. Aber das kommt jetzt. Auch wirklich fast immer auf eine Knospe zurück.
je nachdem, welche Richtung die auch so anbietet, ne? Das kann man ja bei Lerche ganz schön ausgucken. So, hier oben hatte ich mich auf jeden Fall entschieden, die gesamte Seite wegzunehmen. Ist ja mal wieder richtig Licht drin im Wurm. Ist übrigens eine Konkavschere. Weil ich gerade auch das Video gesehen hatte mit Konkav, Konvex und dann war es doch eine Knospenschere. Ja. Hier ist Totaltholz. Das kann man anlassen. Mal die normale Schere nehmen. Zack. Ja, mir fällt auch ein, ich habe vergessen, ein Foto zu machen. Ich wollte vorher ein Foto machen, ich will ja jetzt mehr Instagram-Post machen. Aber so viel dazu. Ja, so stark habe ich den schon noch nicht mehr rasiert. Ja, kommt ja auch eine schöne neue schlichte Schale und dann wollen wir auch langsam damit nur anfangen. Das Prinzip 2-2. Sieht jetzt schon tausendmal aufgeräumter aus als die ganzen letzten Jahre. Ich hätte ja auch ein bisschen Sorge, wie gesagt, dass der eingeht, aber er scheint es ja ganz gut mitgemacht zu haben. Zack, zack. Zack. Ja, hier ist aber richtig Unordnung. Das geht, wie ihr gesehen habt. So, der sollte ganz raus hier oben. Jetzt kommt auf jeden Fall Licht dran. Gefällt mir schon tausendmal besser. Wenn ich jetzt das überlege, ich hätte voll Angst zu schneiden, aber wenn man muss einfach mal anfangen zu schneiden und dann ergibt sich die Struktur schon irgendwie so von alleine. Hier wird ein bisschen Totholz. Wie gesagt, diese Totholz-Sachen, die finde ich auch ganz cool. Auch die werden so von normal schon so schwarz. Eigentlich eine ganz coole Sache. Ich war schon überlegen, ob ich jetzt einfach ein Ginmittel hier drüber mache, obwohl ich die Rinde drin lasse. Habe ich keine Ahnung, vielleicht mache ich das gleich noch. Ich werde auf jeden Fall nicht die Rinde brechen und den Ast brechen und dann irgendwie Ginmittel drüber. Soweit bin ich noch nicht. Wie gesagt, vielleicht wird das hier auch noch ein Gin. Vielleicht treibt er dann auch nochmal nächstes Frühjahr so im Altholz ein bisschen aus. So, wo war ich stehen geblieben? Hier den. Hier sind wieder so zwei aus einer Achse, irgendwie in dieselbe Richtung.
Nehmen wir die kleinere Geschichte. Sinn, ne? Boah, krass. Hier unten, das reduzieren wir nur so ein bisschen am Ende ein. Die inneren Triebe kommen ja alle gut und saftig. Ne, doch, den müssen wir mal. Schöne, schöne Etage eigentlich. Ja, krass, das war es eigentlich schon vom Schneiden. Wie gesagt, ich hatte erst überlegt, ob ich den drahte, aber Lärche, wisst ihr ja selber, kann man auch noch super drahten, wenn die ein bisschen älter ist. Also selbst hier oben diese Spitze, seht ihr das? Wie dick die ungefähr ist? Ich gucke gerade. Vom Kontrast, die kann ich auch so mit dem Finger noch hochbiegen. Zur Not, ich habe ja jetzt 9 mm Draht. Ich meine, es ist auch schön, 9 mm Draht zu haben. Ich habe den letzten Mal in der Hand gehabt und habe mal so versucht, ein Stück zu biegen. Den muss man ja erstmal irgendwie verbiegen können, also mit so zwei riesengroßen Wasserrohrzangen vielleicht, keine Ahnung. Das wird jetzt erstmal so bleiben. Jetzt werde ich ihn definitiv in seine neue Schale setzen, die auch hier schon vorbereitet steht. Ich denke, das kommt jetzt zum Zeitraffer für euch. Ich werde kein Ginmittel hier drauf machen, erstmal nicht. Ich werde auch nichts drahten. Ich will einfach jetzt erstmal einen vernünftigen Wurzelschnitt machen, einmal mich hier unten drum kümmern, dann gucken, dass der ein schönes Akadama kommt in meine neue alte Nadelbaummischung sozusagen. Und der erstmal ankommt wieder im Leben. Und dann vielleicht zum Herbst drahten und zum Herbst diese stylischen Maßnahmen machen, was ich da sagte. Oder halt nächstes Frühjahr. Obwohl Herbst eigentlich auch ein guter Zeitraum gerade so bei Nadelgehölzen ist. Aber das werden wir sehen. Erstmal ist wichtig, dass er das überlebt. Erstmal ist wichtig, dass er jetzt schön neue Wurzeln bilden kann und wir ihm erstmal die alten jetzt einmal zocken. Deshalb denke ich auch das einmal kurz im Zeitraffer für euch. Gesehen ist viel gefallen. Aber ihr werdet staunen, wie der wieder am Ende der Saison aussieht. Wie gesagt, Lärche kann man auch mitten in der Saison, den habe ich ja letztes Jahr dreimal zurückgeschnitten. Man sieht immer schon vorher schön die Knospen und kann bei einer Lärche so schnell eine Verästelung aufbauen, das ist der Wahnsinn. Also ruhig mal ein bisschen tiefer rein. Wir wollen ja auch die künstliche Verjüngung vom Ast von der Seite nach außen und nicht immer nur nach oben. Ja, an manchen Stellen hat er das ganz schön, an manchen Stellen hat er das irgendwie nicht. Also der hier ist zum Beispiel furchtbar, aber das kriegen wir schon irgendwie in den Griff. Das war jetzt, denke ich mal, erstmal genug Grün im Verhältnis zu den Wurzeln, die ich ihm nehmen werde. Wie gesagt, 100% dieser Wurzeln versorgten ja vorher 100% dieser Knospen. Jetzt werde ich ihm ungefähr 50% der Wurzeln nehmen, wie immer so beim Umtopfen. Kommt zwar in eine andere Schale, hat aber denselben Durchmesser, eine etwas geringere Höhe. Also sollte so ziemlich ausgehen. Ja. Also für euch einmal im Zeitraffer und dann würde ich mal sagen, sprechen wir uns wieder, wenn der Baum im Frühjahrsaustrieb ist. Besseres machen, als sich um seine Kinder zu kümmern. Und damit herzlich willkommen im Mai und auch somit am Ende dieses Videos möchte ich jetzt gleich kurz erklären. Ihr habt gesehen, wie ich den umgetopft habe oder zumindest Teil davon, wie der in diese Schale gewandert ist. Diese Videosequenz, die ich habe schon geguckt, ist irgendwie weg.
Ansonsten habe ich am Anfang sehr viel gelabert, laber jetzt auch noch ein bisschen am Ende. Ist nur so ein kleines Umtopfvideo, weil ich möchte jetzt, die nächsten Schritte werden bis Ende 2023 sein, dass ich den jetzt erstmal 2022 austreiben lasse und dann Clip and Go, also austreiben, zurückschneiden, ein bisschen mehr Feinverästelung erzeugen will. Dann im Herbst schon mal einmal sehr, ich sag mal zumindest die dicken Äste sehr intensiv drahten werde, die dünneren dann auch. Dann in unterschiedlichen Etappen den Draht entfernen und dann nochmal so ein bisschen in die Feinverzweigung gehen. Und das soll alles in einem Video sein. Jetzt haben wir ein Umtopfvideo, dann mache ich jetzt noch ein Designvideo. Ich finde das ist schöner, wenn wir das ein bisschen trennen, weil sonst haben wir ein Video, was 2 Stunden geht. Und so haben wir jetzt ein Video, was 15 Minuten geht und dann in Ende 2023 ein schönes zusammenhängendes Video, was dann hoffentlich nicht länger als 30 Minuten geht. Ja, deshalb entschuldigt das bitte, dass hier nicht ganz so viel Content drin ist. Wie gesagt, auch, dass diese eine Videosequenz verloren gegangen ist, wo der Baum in diese Schale gekommen ist. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte euch auf jeden Fall jetzt schon mal am Anfang des Jahres diese Schale zeigen. Vielleicht motiviert das ja den einen oder anderen auch, so einen zu kaufen. Gleich am Ende 360 Grad sichten. Könnt ihr euch nochmal die Schale ganz in Ruhe angucken, etc. Damit das jetzt nicht nur so ein Laberpart wird, habe ich hier Düngekörbchen vorbereitet. 5 Stück. Ich habe das auch mal vielleicht ganz kurz gezeigt. Letztens wäre irgendwo Frage gekriegt. Ich habe so einen Holzblock, da habe ich so ein paar Löcher reingebohrt, da stelle ich die rein und dann kann man die schöner befüllen. Wenn mich einer fragt, was das für ein Block ist, oder das habe ich die Frage schon öfters gelesen, aber jetzt letztens auch nochmal ganz akut. Ja, einmal ein bisschen düngen, um mal ein bisschen sein Wachstum jetzt zu fördern. Also Wurzeln hat er auf jeden Fall gemacht. Ich werde jetzt auch nichts kaputt düngen, auch nichts verbrennen. In jedem dieser Düngekörbchen sind so 3 dicke Würfel Hanagokoro drin und ein guter Esslöffel Saitung Ultra. Auf jeden Fall. Und das funktioniert bei Lärchen bekannterweise ja immer sehr gut. Ich habe vorher noch überlegt, ob ich die kleinen Düngekörbchen nehme. Ich das eventuell mal besser gemacht. Hier ist auch das Blöde, wenn man eine Drainage zum Beispiel einbringt in zu flache Schalen, dann kommt man unten nicht mehr durch das Labergestein durch. Und die Düngekörbchen stehen immer so 10 Meter raus, was natürlich auch blöd ist. Hier hinten wird es jetzt ein bisschen tricky. Ja, ausgetrieben ist auch ganz schön, nur um das nochmal eben aufzugreifen. Da werde ich jetzt auch noch nichts zurückschneiden. Er soll ruhig noch ein bisschen Wurzeln machen, überall nochmal so austreiben, so wo er jetzt meint. Und dann werde ich das natürlich Apikaldominanz reduzieren, hier unten ein bisschen lassen. Wie gesagt, hier mein neuer Ast, der sich hier unten etabliert hat in den letzten 1,5 Jahren. Da werde ich auf jeden Fall gar nichts zurückschneiden, der soll noch mal in der Dicke ein bisschen kommen. Und dann hoffe ich nächstes Jahr auch so ein bisschen, also nicht im Laufe dieses Jahres, sondern im nächsten Frühjahr, wenn er gut den Winter durchgemacht hat und dieses Jahr mit Dünger und Energie, dass er vielleicht auch mal im Altholz ein bisschen austreibt und mir noch die eine oder andere Option gibt, weil wir ja immer noch diesen Punkt hier in der Mitte haben, wo 3 Äste quasi ganz auf einer Höhe und ein 4. Ast fast auf derselben Höhe austreiben. Und das muss irgendwie mal aufgelöst werden. Aber egal, welchen Ast ich da wegnehmen würde, ich habe das schon ein paar Mal durchgedacht, das Spiel, wird immer eine mega Lücke entstehen und ein absolutes Loch in diesem Baum. Und bei Lärche weiß ich halt nicht, ob da mal ein Ast entstehen wird oder da, so wie man bei Ahorn eigentlich davon ausgehen kann, dass da und da im Altholz definitiv noch was austreiben wird. Und das macht mir immer so ein bisschen Sorge und Angst, deshalb hoffe ich jetzt auf Austrieb, wie gesagt, nächstes Frühjahr, in dem anderen Video, was ihr in einem oder in 1,5 Jahren sehen werdet. Und ich hoffe mir, was er jetzt auch nicht gemacht hat, natürlich, klar, ich habe ihn umgetopft, ist alles ein bisschen verhemmter, er fördert nur die Knospen, die er sowieso schon hat, keine Altholzknospen sozusagen, dass er mir dann hier in der Mitte eine Spitze bringt, weil das, wie gesagt, streng aufrecht und das möchte ich auch gerne hier oben streng aufrecht noch so ein bisschen weiterführen. Ja, wie gesagt, lebt auf jeden Fall der Baum. Am Sonntag habe ich ja ein Video gebracht, wo ich einen toten Baum gezeigt habe, was bisher eins meiner besten Videos war, zumindest von den Klickzahlen, wurde sehr kontrovers diskutiert. Dafür erstmal Dankeschön. Jetzt zeige ich euch mal einen lebendigen Baum, auch wenn ihr das nicht so gerne mögt, lebendige Bäume zu sehen. Er hat es auf jeden Fall überlebt. Meine große Sorge war ja letztes Jahr noch, dass der stirbt. Aber wenn ihr wieder tote Bäume sehen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, Sonntag, 18 Uhr, da geht es mit toten Bäumen weiter. Das war's von mir, euer Patrick. Bis Sonntag. Ciao.
Thank you.